Hallo, meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier bei einer schrecklich netten Familie. Wir spielen Malekith und Hellebronn. Wir sind das schönste Paar, das der Norden jemals hervorgebracht hat. Und wir, das bin ich, Mr. Merp und der liebe Tante Gönner. Grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und auch mal Salvete Spectatoris in die Runde. Die schrecklich nette Familie ist mal wieder schrecklich nett. Und ja, schauen wir mal. Also ich denke, wenn ich mir das so angucke, also ich kann Nargarond eine Runde an Corvishish, ich kann die da eine Runde belagern lassen. Das Ding ist halt, das Problem mit Grond ist für mich, ich verliere eine Runde Rekrutierungszeit dadurch. Das ist noch vertretbar. Ich werde es nicht besetzen können. Ich kann es nur plündern. Also entscheide du, ob es dir das wert ist. Wir können das auch noch eine Runde verschieben. Nee, dann also, kümmer du dich am nur Anfang um sollte man eigentlich, am Anfang sollte man eigentlich nicht mehr als 2 oder maximal 3, aber das ist schon sauschwer, 3 Siedlungen zu verteidigen. Ne? Deswegen würde ich sagen, lass Grond mal noch ansonsten außen vor. Okay. Und, wird halt bloß schwerer, weil die halt auch stärker werden, aber ist okay. Weil dann die werden auch stärker, ja, aber schau mal, dass du auch stärker wirst erstmal. Weil, und dann, genau, dann greife ich mich später. Jetzt hier die an. Rennen uns nicht davon. Die rennen uns nicht davon. Wir müssen es nicht übertreiben jetzt am Anfang. Ja. Das wird witzig, wir haben eine offene Feldschlacht. Ja. Aber wir haben einige Vorteile. Also wir haben definitiv die Fernkampfüberlegenheit. Ja, die müssen wir safe ausspielen, ne? Und das ist kein Problem. Ich werde deren Dunkeldorn outshooten. Mhm. Und dann kann, beziehungsweise ich kann sogar dir die Fernkämpfer geben. Ich glaube, das ist vielleicht sogar besser, weil du machst dann einfach das Fernkämpfer-Micro. Und okay. Also, das genau. Können wir machen, ja. Ich finde, das ist, also es ist immer gut, wenn man die Micro so ein bisschen aufteilt, auf jeden Fall, ja. Genau. Und dann kannst du nämlich selber gucken, dass du nicht erwischt wirst. Ich werde versuchen, die ganzen Gegner im Nahkampf zu binden und sie einfach zu crushen, gleich am Anfang mit der Fähigkeit von Hellebronn. Ja, also ich fokusse dann die Dunkeldornen, ja. Genau. Und das sind ja nur 2, danach die Korsaren. Dann hatte die Korsaren. Dann die nehme ich danach, ja. Genau. Okay. So. Ich stelle mich hinter deine Linie oder soll ich mich direkt vorne dran stellen? Du kannst dran ist vielleicht ganz gut, oder? Nee, du bleibst dahinter, weil ich renne, glaube ich, okay. Eher an dir vorbei. Gut, alles klar. Dann positionier du dich mal und ich stelle mich dann dahinter. Exakt. Ja, ich... So werde ich mich hinstellen. Okay, dann gehe ich so. Und dann gehen wir einfach mal los. Ich gehe jetzt einfach hardcore ran. Wobei, bei den Dingens muss ich immer ein bisschen aufpassen, bei den Schwestern des Gemetzels, weil die so schnell sind, rennen die da halt auch den anderen... Rennen den anderen Einheiten davon, ne? Richtig, und das ist total doof. Sag mal, die Korsaren von ihm, die laufen jetzt vor. Aber wir bleiben bei unserem ursprünglichen Plan, ja? Richtig, ja, du machst die Fernkämpfer weg. Die werden sowieso nicht lange jetzt hier gleich da so bleiben können. Weil ich binde jetzt die Korsaren jetzt hier gleich im Nahkampf. Ups, so, jetzt bitte. Okay, ich schieße jetzt drauf auf seine Einheiten. Verluste gehen auf jeden Fall klar. Da erwischen wir auch gut viele Einheiten. Mhm. Ja, wenn man die so rausfokust, haben die gar keine Chance. Hellebronn! Seeking blood! Ich schieße jetzt auf die anderen Dunkeldornen. Mhm, ja, tu das. Die Hellebronn metzle die Korsaren da nieder. Die meisten der Einheiten benutzen wir ja eigentlich nur, um sie so ein bisschen wegzutanken. Ich schieße jetzt auf die Korsaren. Mhm. Und sobald halt wieder was von denen hinten wieder rankommt, schießt du wieder mit drauf. Ach guck mal, die dürfen vorher schon ihre komische Scheißfähigkeit aktivieren. Ja, das ist so lame, ne? Die Fähigkeit ist für die KI billiger. Total witzlos. Weil jetzt bekommst du halt echt fett auf die Fresse, aber jetzt geht meine Fähigkeit auch an.
Jawohl. Sehr geil. Da kommen wieder welche. Ja, ich habe die... Hab sie schon in den Fokus genommen. Warum rennt ihr denn weg? Seid ihr doof? Auch so ein Spruch, let others die. Wir lassen mal lieber andere sterben als uns selbst. Ja, ich habe jetzt ein Problem. Ich komme nicht so gut an seine Fernkämpfe. Dann schieß in die Nahkämpfe rein, da wo du einigermaßen rankommst. Ja. Ah, er kommt näher, alles gut. Ja, die sind down. Die sind down. Lauf auf die Seite. Deppen, ey. Soll ich auf seinen Helden ballern? Nee, ignorier den. Der macht nicht so viel Schaden. Also schieß okay. Lieber, sieh lieber zu, dass die Moral bricht und dann kriegen wir nämlich den Army-Loss hin. Ja. Wenn der Gegner nämlich dann anfängt wegzurennen, dann haben wir nämlich auch gewonnen. Okay. Hier zum Beispiel könntest du gerade wunderbar in den Rücken reinschießen. Okay, mach ich. So. Da drüben ist jetzt der Drops gelutscht. Ja, das war's. Ich fokus jetzt nur noch seinen Helden, weil alle anderen einlaufen. Ja, schon davon. Das war's. Wir können's lassen. Ja, passt. So. Hat gut geklappt. Das stimmt, ja. Und ich habe nicht mal eine Einheit verloren, obwohl es für manche echt knapp wurde. Aber das lag nur daran, dass dieser scheiß Perk geprockt hat. Ne? Ja. Dann schlachten sich die Düsterschwerter einfach so dadurch erstmal. Mhm. Ne? Guck mal, die haben 100 Kills und 69 Kills gemacht. Und die einzigen, die hier 69 machen sollten, sind nur wir zwei, oder? Genau. Die zwei kleinen widerlichen Dunkelelfen, ja. Die wir da sind. So. Daumen hoch für den Ekelfaktor, würde ich sagen, oder? Genau. So, auch das hier wird geplündert und besetzt natürlich. Denn ich brauche Sklaven. Sklaven, wir brauchen. Das hier können wir abreißen. Erste, das hier wird repariert. Und nun habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit, bessere Einheiten zu rekrutieren. Aber das hilft mir momentan nicht. Ich denke, dass es ganz, ganz gut ist, bei ihr gefürchteter Sklavenräuber am Anfang zum Skillen. Ja, dann macht das. Du brauchst so viel Sklaven mit der Tante. Also ja. Auf jeden Fall. Den würde ich als allererstes ausmaxen. Der ist super wichtig. Und das hat noch einen zweiten Grund. Ich möchte das kurz erläutern, warum. Aber da wirst du mir sicherlich zustimmen. Weil dann ist man ganz, ganz schnell beim Blitzschlag. Und in unserer Situation ist der Blitzschlag, glaube ich, wirklich ein entscheidender Skill. Oh ja. Oh ja. Den brauchen wir ganz früh im Spiel. Oh ja. So, was ich auch brauche, ist Truppen wieder auffüllen. Und jetzt kann ich Einheiten rekrutieren. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Dunkeldornen mit Schild. Und die werde ich jetzt erstmal rein rekrutieren, ohne die anderen quasi zu löschen. Weil am Anfang bin ich der Meinung, hast du schon ganz, ganz krass Möglichkeiten, die Dunkelelfen einfach über Beschuss zu carryen. Ne? Also das ist für sich gar kein Thema. So, ich gucke nur, ob ich zufällig noch meine Fraktion angetroffen habe. Nein. Dann bist du dran. Genau, das ist immer gut, wenn wir da so nochmal reingucken, ne? Dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen supporten. Richtig. Oh, da hinten gibt's Obsidian. So, und kannst du dich mal um dein Problem mit Nagarond kümmern? Wobei, ich glaube echt, Nagarond ist eigentlich wirklich sehr stark aufgestellt. Du hast ja schwarze Garde da drin. Ja, ich muss da auch erstmal gar nicht so viel. Ich muss da erstmal gar nicht so viel machen. Wenn ich jetzt in die große Arena gehe. Können wir auf jeden Fall safe auch machen.
Das Lustige ist ja, das ist ja ein silberner Schild, den die haben. Ne? Es gibt ja, glaube ich, auch drei verschiedene Schilde, Bronze, Silber und Gold. Und Silber heißt, dass die schon eine echt gute Geschossabwehr haben. Ne? Hm. Auch wenn das jetzt, glaube ich, gar nicht dran steht, wie gut diese Geschossabwehr wirklich ist. Ne? Ah doch, hier mit 55% Wahrscheinlichkeit bedeutet der silberne Schild, wird ein Geschoss aus kleinen Waffen, das frontal kommt, abgewehrt. Kann man tatsächlich über Mouse-Over herauskriegen. Währenddessen jetzt zum Beispiel jetzt hier die Schwestern, die haben nur so ein bronzenes. Da sind es nur 20%. Muss man wissen, ne? Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied, welche Art man da hat. Man fragt sich immer wieder quasi, muss man wissen, ja, warum die Schwestern so viel Beschussschaden bekommen, weil vom Text her steht eigentlich drin so, ja, die können ja ganz toll Geschossen ausweichen. Ja, super, 20%, das sorgt nur dafür, dass sie nicht alle bei der ersten Salve sofort tot umfallen. Ja, genau. Das ist doch die Wahrheit. Und dann hast du natürlich auch die ganzen Armeen, gegen die wir kämpfen, ne, die Armbrustschützen, haben die nicht auch diese Schildbrecherfähigkeit mit ihren Waffen oder so? Mit das muss ich gleich mal gucken. Bolzen? Oder sind das nur rüstungsdurchdringende Geschosse oder irgendwie so? Ja, jetzt kommt das, was ich erwartet habe. Guck mal, Hargarnet, Negrond fällt aus, nimmt mir jetzt hier diese andere Stadt weg, ist klar. Aber das heißt nur, dass ich da jetzt wieder hochgehe. Ist nicht schlimm. Hast du da was rein investiert? Nö, nee, ne? Ich hab's bloß repariert kurz mal. Das werde ich beim nächsten Mal nicht mehr machen, es sei denn, ich halt's dann. Aber sie haben es auch nur geplündert. Guck mal, die haben es gar nicht angenommen. Ja, das ist nicht schlimm, das ist gut. Und wenn du eine Revolte kriegst, ist es auch nicht schlecht. Also ja, du kannst super die schwarze Säule, wenn du eine von den, je nachdem wie du diese Siedlungen deffen kannst, ist das überhaupt kein Ding. Ja, also mein Plan ist, mich da in diese Mitte dieses Dreiecks zu stellen, weißt du, dann sobald ich die Fullstack habe, dann kann ich im Dreieck hin und her springen. Ja. Und so farmt man sich dann halt einfach seine Hellebronn nach oben und du deinen Malekith. Genau so ist es, ja. Also alles andere ergibt wenig Sinn, ne? Außerdem, Leute, jetzt dürft ihr mich nochmal hauen. Ich habe Günner vor dem Let's Play auch noch vorgeschlagen, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie wir das hätten nennen können, aus seiner Sicht. Auf nach Malle, Kid. Schlechte Wortwitze müssen auch sein. Ja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall... Hauptsache einer lacht außer mir, wisst ihr, das ist ja schon mal das Wichtige. Solange Günner mitlacht, ist es nicht voll peinlich. Ich lache da auf jeden Fall mit, ey. So, dann habe ich jetzt hier schon mal die ersten drei Einheiten mit Schild. Ich haue jetzt also wieder drei Einheiten raus und ersetze jetzt wiederum drei Stück davon. Ah, ich kann nur zwei ersetzen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Mir reicht die Kohle nicht. Aber das macht nichts. Das bringt mich nicht in die Verzweiflung. Was ist das hier nicht? Oh, und ich kann das ja theoretisch sogar abreißen. Ganz im Ernst, dann kriege ich sogar noch Geld, bevor ich es jetzt hier ausgebe. Und ja, ich bekomme jetzt die Rebellion, das war klar. Habe keine weitere Fraktion angetroffen und gebe ab. Cool. Okay. Und gleich ist Hellebronn nicht mehr so froh, dann ist sie nur noch angesehen. Sklaven habe ich jetzt eigentlich. 267. So, gleich haben wir unsere 20 Einheiten voll. Und dann haben wir auch die Möglichkeit. Nee, das hier alles nicht. Genau, das da brauchen wir. Die Geschosse sind rüstungsdurchdringend. Ja, ne? Und dann, wenn wir 20 Einheiten haben, dann können wir nämlich anfangen, Hinterhalte zu legen. Und das ist unser Winner hier in diesem Let's Play. Weil wir müssen mit Hinterhalten arbeiten, sonst wird die KI nie unsere Städte belagern, sonst wird die KI niemals irgendwie offensiv gegen, also doch, natürlich wird sie offensiv gegen uns vorgehen, aber dann wirft sie uns riesige Armeebrocken entgegen. Und wir wollen ja gegen kleine Armeen kämpfen und deswegen ist es wichtig, dass die KI unsere Armeen nicht sieht. Und vor dem Hintergrund müssen wir diese Hinterhaltsnummer machen. Ja, es geht halt nicht immer mit dem vollen Gemetzel, ne? Aber dunkle Elfen sind ja auch bekannt für ihre Hinterhältlichkeit. Ja, das ist... Also das ist so wichtig für uns. Und das Tolle ist, jetzt haben wir auch hier... Also ich habe jetzt Naggarond um eine Stufe ausgebaut.
Das heißt, die Stadt hat jetzt nochmal Gebäudeerweiterung bekommen, einmal fürs Wachstum und einmal für eine Reduktion der Baukosten. Also wir produzieren jetzt Marmor, das könnte sein, dass sich dadurch auch deine Gebäudekosten vergünstigen. Das müsstest du mal überprüfen, ob das ein Effekt ist, den du kriegst dadurch. Das wäre interessant, ja. Weil das habe ich mich nämlich schon oft gefragt, ob das was bringt oder nicht. So, warte mal, da gucke ich nämlich jetzt am besten gleich mal in die Gebäude rein. Okay, ich kann theoretisch was bauen. Ich sehe nur merkwürdigerweise. Nee, glaub nicht, dass das was bringt. Ich sehe keine Importe bei dir. Importe? Das spiele ich jetzt hier automatisch. Habe ich hier nur. Warte mal. Jo. Ja, ich denke, das ist sinnvoll, sowas automatisch zu machen. So, und wir nehmen natürlich wieder mal ein paar Sklaven. Sehr wichtig, sehr wichtig. So, und dann gehen wir nämlich hier so ins. Warte mal, wie weit kommen die? Ich gehe jetzt tatsächlich hier hin, um dann im Dreieck zu stehen, weil ich muss jetzt wieder Einheiten bauen. Genau, ja. Ich baue jetzt nochmal eine Einheit Fernkämpfer, dann habe ich 6 davon. Die 2 schmeiße ich jetzt raus. Und jetzt werde ich mir nämlich nochmal ein paar Düsterschwerter gönnen. Und dann sind wir nämlich dann. Fullstack bin ich noch nicht, aber wir arbeiten uns langsam hin. So, jetzt mache ich nochmal mehr Sklaven nach der Schlacht. Da sind wir schon bei plus 12%. Und die komische Lorius. Seelenschmied, was für ein dämlicher Name für eine Elfe. Der gebe ich jetzt Tanz des Todes. Gut, dann kann ich noch was forschen. Gefangenenverluste nach der Schlacht. Das hat, glaube ich, aber nichts mit denen zu tun, ne? Warte mal, was ist das? Was ist das für ein Skill? Das ist, was steter Sklavennachschub, oder ist es das doch? Das klingt gut. Ja, aber wenn ich dann auf den Effekt gucke, sehe ich einfach bloß Einkommen aus Häfen und Gefangenenverluste nach der Schlacht. Also wird es vielleicht doch so sein. Okay. Ja, man, das ist wieder mal typisch dieses Spiel, ne? Du kannst alles nur raten. Spiel, was willst du eigentlich von mir? Ich glaube, du nimmst einfach mehr Leute gefangen nach so einer Schlacht. Ich glaube, das ist damit gemeint. Du nimmst 15% mehr Leute gefangen. So, ich gucke natürlich jetzt erstmal wieder, ob ich eine neue Fraktion angetroffen habe. Nope. Aber ich werde das übrigens, ich glaube, also ich werde entweder Freude am Leid oder steter Sklavennachschub wählen. Also eins von beiden wird für mich ja auch wichtig sein. So, du bist wieder dran. Ja. So, Wachstum plus 10. Oh, Rebellion steht bevor. Macht mir überhaupt nichts. Na, das will man ja sogar. Ganz genau. Wir wollen das so haben. Und hier gehen wir nämlich jetzt in die Hinterhaltsstellung, damit die KI meine Armee hier nicht mehr sieht. Und wir nehmen Freude am Leid. Wir brauchen nämlich das Wachstum. Ich brauche das Wachstum auf jeden Fall. Sonst wächst hier bei mir nämlich nichts. Und dann bin ich auch schon wieder fertig. Das ist mega geil, ey. Also ich sehe, was die hat für Skills hat. Ich habe die ja noch nie gespielt. Ich habe ja damals ein Let's Play. Mhm. Ich habe ein Let's Play mit Alariel gemacht. Das habe ich auch sehr gerne gemacht, weil ich die mag. Und ich habe mir immer wieder gedacht, quasi, hey, ich muss unbedingt mal ein Let's Play mit Hellebronn machen. Jetzt mache ich endlich mal eins mit dir halt zusammen. Mhm. Und die hat halt extra, also die ist halt auch echt geil abgerundet. Das ist so eine richtige Endgame-Kommandantin. Maschine, ja. Ja, nee, ist halt wirklich so, weil die hat halt einfach, die hat die ganz dicken Boni auf die Endgame-Einheiten, ne? Also auf die Henker. Die Henker sind mega stark. Das sind richtig krasse Units. Vor allen Dingen, man muss es ja sagen, dieses Spiel, ne, ist ja eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass du Nahkampfeinheiten spielst. Ne? Weil Nahkampfeinheiten in dem Spiel sind. Brauchen so lang. Sie sind langsam, werden häufig abgeschossen, machen zu wenig Damage und blocken nicht genug. Und ein Bogenschütze zum Beispiel hat einfach aufgrund der Reichweite oder eine Artillerie, ne, hat einfach unfassbar krasse Vorteile. Ja. Und du müsstest eigentlich halt hingehen und dann im Idealfall spielst du halt nur so das Minimum an normalen Rekruten, dass du halt einfach
Ja, du spielst eben das Minimum an Rekruten, dass du deine, wie heißt es hier, an Nahkampfeinheiten, dass du deine Fernkämpfer sichern kannst, ne? Und alles andere sniperst du weg. Deswegen sind die Generäle, die Boni auf Fernkämpfe bringen, auch in der Regel ziemlich geil. Aber bei der Hellbron hast du halt mit diesem Ulti-Skill, kannst du die Nahkämpfer halt so unfassbar stark machen, dass sie sich halt wie so eine Maschine durch alles durchmetzeln, ne? Und das ist halt schon wiederum ziemlich geil dann, ne? Mhm. Aber ich habe ja aber nirgendwo die Möglichkeit mehr als die ich kriege hier nirgendwo eine gescheite Erfolgschance hin für Hinterhalt, ne? Mehr als 40%. Das ist egal, das ist, ja, du wirst nicht hinkriegen, geht nicht. Das wird alles als Ebene gewertet, wo du hier stehst. Du kannst gucken, ob deine Heldin, die du hast, es gibt Helden, die geben einen Bonus auf den Hinterhalt. Ja, sie aber, hat es nicht. Ja. Deswegen bringt's auch nichts, glaube ich, sich hier in den Wald reinzustellen, weil dann kämpfst du halt nur im Wald und das ist wieder blöd für dich, ne? Weil du spielst ja Fernkämpfer. Ne? Ja. Und Wald ist ja ein reiner Fernkampf-Debuff für dich. Ne? Ja, ich weiß. Und ja, das ist einfach doof. Ja. So, ich gucke jetzt allerdings erstmal, dass ich hier Wachstum hinbekomme. Ich habe jetzt überall nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ne? Das ist wie ein echt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, ja, wir sind voll die Kapitalisten. Also oder, Sklavenarbeit und so. Ne? Oder um es mit dem Musiktitel von Saltatio Mortis zu sagen, Wachstum, Wachstum über alles. Mhm. Falls du den Song kennst. Jetzt muss ich ihn mir anhören. Der ist mega geil. Die haben aus der deutschen Nationalhymne im Grunde ein kapitalismuskritisches Lied gemacht. Passend, ne? Das war damals halt so Lehman-Krise. Lehman-Krise. Da siehst du, kaum redet man über Amerika, schon geht man selber in die Anglizismen. Haben die damals das gemacht und das ist extrem gut. Also wenn man halt auf Alternative Rock steht, so wie Komm, lass mal noch ein Gefecht machen hier in der Folge, oder? Jo, kann man machen. Wird jetzt nicht das Allerbeste, aber... Ja doch, wenn es nach Trump geht, wird es das beste Gefecht. Ja, das beste ever. Gefecht aller Zeiten, ja. Also wirklich. Greatest das beste Battle Telefonat. Ever. Ne? Also, ja. Keine Sorge, wir werden nicht politisch. Wir blödeln nur rum. Ja, das beste Telefonat, das man sich überhaupt nur vorstellt. Jedes Mal, wenn er aufs Klo geht, ne? It was the greatest piss ever. Eieiei. So. Streitwagen? Kann ich den wieder haben? Ja, aber klaro. Das wäre geil. Hier unten ist es, ne? What? Okay, dann bitte noch mal so. Oh, das sind schwarze Reiter, mit denen will ich erstmal gar nichts zu tun haben. So ist es. Weil das sind die einzigen, die echt lästig sind für so Dingens wie mich jetzt hier. Ja, vor allen Dingen, wenn die KI die hat, ja. Sind das einfach nur so die absoluten letzten Lamer-Einheiten. Die helle Badenträger stellen wir dahin, also die schwarze Garde. So, und dann sollen wir hier Gefecht starten und dann gucken wir mal, die KI wird ja kommen. Ich geh da ran. Wenn du nichts dagegen hast, ich gehe da volle Kanone ran. Ja. Aber sie muss ja an dich ran, weil du die Artillerie hast. Genau. Das sind Schatten. Und Schatten sind ätzend. Da kommen mehrere Armbrustschützen, Feuerbälle in zwei Richtungen geflogen. Ah, daneben. So, ich bin nochmal durchgefahren. Fahr jetzt mal die Heldin um. Das ist so witzig, ey. Ich weiß gar nicht, mache ich da Schaden bei der Aktion, wenn ich einfach durchfahre? Warte mal, ich fahre mal nur durch. Mal gucken. Ja, ich mache tatsächlich Schaden beim Durchfahren einfach. Wobei, da mache ich keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Nee, die haut es nur um, aber ich mache nicht wirklich Schaden an ihnen. Good to know. Das ist so lustig, ne? Da sind die Schatten da drüben und die schreien,
diese Feiglinge benutzen Fernkampfwaffen. Der sagt der Schatten, ne? Oh, echt jetzt? Die haben mich jetzt hier davon abgehalten hier? Okay. Durch. Genau, dann kannst du bitte mal chasen. Den Feuerball da irgendwo hingeheizt. Ach, jetzt lauf doch, du blöder Streitwagen. Jetzt backen die hier rum. Als in der Heldin hängen geblieben sind oder eine einzelne Einheit von diesen komischen. Ups, warum läufst du raus? Komm schön wieder zurück, mein Freund. So. Was ich total soll ich dir mal hier die Jungs entgegenschicken? Ja, wäre nicht schlecht, aber weil ich glaube, die rennen sowieso jetzt in die falsche Richtung. Nur wie ich die wegschieße, währenddessen ich denen hinterher renne. Alter, ich krieg die gar nicht eingeholt, ne? Naja, aber jetzt gleich schon. Weil jetzt sind sie nämlich in der falschen Richtung unterwegs. Und gleich ist es auch zu Ende. Jo. Jawohl. Noch ein bisschen aufräumen, oder? Du kannst noch ein bisschen aufräumen. Ich erwische da nicht mehr viel, wahrscheinlich. Kannst du den Helden irgendwie kriegen? Ich kann es versuchen, aber das wäre gut, wenn der weg wäre. Dann mach mal dreifach, ich habe es angegriffen. Ja, alles klar. Also ich folge jetzt dem Helden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn getötet bekomme... Pass auf, warte, ich schieße einmal mit einem Feuerball drauf. Ja, okay, und? Das hat gut gesessen, ja. Aber hat ihn nicht umgehauen. Muss ihn halt einmal down kriegen, dass der runterfällt, ne? Ja, der fällt ständig um. Jetzt guck mal, der kommt da nicht mehr weg. Das ist gut, ne? Jetzt komme ich noch mit Malekith dazu. Ach, Malekith ist noch Fußgänger, stimmt. Der ist noch Fußgänger, genau, ja. Der ist ratlos wie ein Fußgänger. So. So, jetzt haben wir ihn. Du kommst noch mit einer Hexe dazu. Aber Malekith ist aber auch echt nicht schnell, ehrlich gesagt, ne? So, wie's aussieht. Der ist super langsam. Was aber witzig ist, ist halt nachher, der hat halt so viel Missile Evade später, dass du halt ohne Probleme, wenn er auf seinem Drachen hockt, halt hingehen kannst. Und dann fliegst du einfach vor die Gegner und lässt sie einfach ihre komplette Munition in den Reihen schießen. Und die machen aber keinen Schaden. Da passiert halt überhaupt nichts, ne? Also. Der Hexe, ey. Ja, ich muss ja den Typen da ein bisschen flankieren. Ich habe keinen Bock, dass der nachher halt. Ich muss die Armee ja nochmal angreifen. Ja, ja, dass er wieder auf die Leute ist. Ich habe keinen Bock, dass er nochmal mit Feuerbällen schießt, weil damit kann der tatsächlich ja auch Damage an meinen Einheiten machen. So, Achtung, einmal rübergehen mit dem Streitwagen, bitte. Ja, ich versuche auszuweichen. Ja. Ups, okay, warte. So. Jetzt ist er durchgedreht. Ah, Autofeuer machen wir mal aus. Er ist durchgedreht, er ist durchgedreht. Ich kann nichts machen. Alles gut. Okay, der Streitwagen flieht. Sorry, das hätte ich vielleicht nochmal vorher ankündigen können. Ja, das war bei der Geschwindigkeit ein bisschen zu flott. Und jetzt sind sie dann quasi jetzt hier durchgedreht. Ups. Und dann auch noch in Panik jetzt geraten. Ja. Und ich glaube, der sammelt sich auch nicht mehr. Also ich meine, er wird wieder kommen, aber halt nicht mehr diese Schlacht. Oh, wie lame von diesem Spiel. Guck dir das an. Mein Feuerball kommt nicht mehr rechtzeitig an. Ja, ich sehe es vorbei. Schade. Der ist aber auch scheiß langsam, der Feuerball, ne? Das ist schon krass. Aber Verluste wurden wieder geheilt, wenn ich das richtig sehe, ne? Beim Streitwagen bin ich mir nicht ganz sicher. Also einer ist halt down gegangen von den dreien. Sieht so aus. Auf den vieren. Fall. Sieht so aus. Müssen wir gleich mal gucken. Ja. Ey, witzig, ne? Wenn ich die selbst gespielt habe, waren die nie so stark, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, irgendwelche kitenden Bogenschützen irgendwie aufzuräumen und so weiter.
Meinst Ah, du meinst und wenn ich jetzt hier die die Echsen-Streitwagen, Sklaven oder? nehme, ja genau, und wenn ich jetzt hier die Sklaven nehme, dann sind die Streitwagen auch wieder voll. Du, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, das habe ich als ich Khemri gespielt habe, habe ich das damals festgestellt, wie stark Streitwagen eigentlich sind, wenn du die halt wirklich konsequent die ganze Zeit microst und dann einfach auf die ganzen anderen Einheiten scheißt, also die normalen Nahkämpfer einfach nur reinwirfst in den Nahkampf und die Einheiten da tanken lässt und dann mit den Streitwagen die ganze Zeit die Fernkämpfer harasst, das haut halt voll rein. Aber ist sau viel Micro. Kannst du dich nicht mehr um 20 Einheiten kümmern, sondern um 5 höchstens. Okay, dann sind wir, glaube ich, fertig für diese Folge. Warte, 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 warte. Okay. Ich krieg's selber einmal kurz und greife noch schnell diese Armee nochmal an. Aber jetzt bolzt sie weg, ne? Ja, das mache ich jetzt Ja, du hast auch automatisch. die Stadt mit dabei. Cool, 102 Einheiten verloren. Willst du mich verarschen? Vor allem durch was, ne? Ey, Durch guck dir das was? einfach mal an, was das an Einheiten sind. Der kann doch normalerweise noch nicht mal was gegen die Arti machen. Ich Das ist weiß. so dumm, ey. Also. Ja, du merkst halt einfach, der simuliert einfach nicht wirklich das Schlachtfeld, sondern Ja, das ist einfach ne, eine in Formel, die keiner der da Art. ausspuckt, ne? Und es ist nicht mal eine besonders gut durchdachte. Was echt jetzt, ey. Ja, ich nehme auch auf jeden Fall noch hier gefürchtete Sklavenräuber, weil Sklaven sind halt wichtig, ne? Und jetzt nehme ich den brennenden Schädel und wenn ich den auf Stufe 2 habe, dann kann ich Grond plündern. Sehr gut. Dann haben die nichts mehr zu lachen. Aber wir müssen jetzt wirklich die Folge Und beenden. genau, ja. Und im nächsten Part sehen wir uns wieder. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Sage, macht's gut. Bis dahin, in diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete und ciao. Hihihihi.